Das nächste Hindernis, was wir jetzt haben, ist die Brücke. Wir haben hier eine kleine und schmale Brücke. Das heißt, wenn ihr anfangt, das zu trainieren, dann achtet darauf, dass ihr erst am Boden das macht. Das ist auch der Grund, warum ich abgestiegen bin. Ich will euch das einmal zeigen. Idealerweise macht ihr natürlich einen Halfter aufs Pferd. Jetzt habe ich hier ein Pferd, was die Brücke kennt. Deswegen gehe ich das Risiko ein, jetzt an der Trense das zu zeigen. Ich würde euch aber bitten, im Training, wenn ihr es ausprobiert, das Ganze am Halfter zu machen. Das heißt, ihr geht mit dem Pferd zur Brücke hin und beobachtet euer Pferd bitte sehr genau. Lasst es sich die Brücke anschauen. Ihr kriegt hier schon eine erste Idee, ob das Pferd Angst vor der Brücke hat oder ob es neugierig ist, so wie in dem Fall. Lotta schaut sich jetzt die Brücke an und ist auch der Meinung, sie müsste gleich da alleine drüber gehen. Das heißt, hier achtet bitte darauf, wenn das Pferd jetzt hier anfängt, unruhig zu werden, dass ihr keinen Druck macht. Lasst das Pferd seine Erfahrungen sammeln. Die meisten Pferde sind vom Hängerfahren Rampen gewohnt, von daher kennen die solche Sachen. Und das, was sie jetzt gemacht hat, das ist oft so, dass das Pferd einmal testet mit dem Fuß, ob das hält, was da passiert. Und vielleicht macht euer Pferd das auch und tritt so ein bisschen auf der Brücke rum. Das ist nicht ganz so dramatisch, wenn es nicht ausartet. So, der nächste Schritt ist eben, das Pferd langsam anzuführen. Geht nicht bei so einer schmalen Brücke mit auf die Brücke, sondern bleibt daneben. Habt Gamaschen am Pferd oder auch Glocken, wenn das besser ist für euer Pferd, damit, wenn es mal von der Brücke rutscht, jetzt am Anfang nicht irgendwelche Verletzungen entstehen. So, und jetzt bitte ich das Pferd einfach mal ganz langsam hier drüber zu laufen und begleite es. Wichtig ist, dass es gerade läuft, ne, dass das Pferd nicht von der Brücke ist. Erschreckt nicht, wenn mal was passiert, wenn das Pferd so ein bisschen hektisch wird. Das ist für die Pferde ungewohnt, wenn sie solche Sachen nicht kennen, aber jedes Pferd kann lernen, mit solchen Hindernissen umzugehen. Ich mache das nochmal. Ich lasse das Pferd gucken, dass es weiß, wo es langläuft, und dann gehe ich entspannt mit dem Pferd über die Brücke. Denkt daran, euer Pferd zu loben, wenn es das gut macht. Man kann hier auch beispielsweise mit Leckerlis arbeiten, die man auf der Brücke verteilt, dass das Pferd so ein bisschen mit der Nase auf der Brücke bleibt und hier sucht nach den Leckerlis. Das ist auch eine Möglichkeit, die man sehr gut nutzen kann, um dem Pferd beizubringen, auch auf die Brücke zu schauen. Jetzt bin ich wieder aufgestiegen. Wir haben das gemacht vom Boden aus. Der nächste Weg für uns ist jetzt, das Ganze unterm Sattel zu machen. Wenn ihr nicht so sicher seid, ob das gut klappt, nehmt euren Trainer zu Hilfe oder eine Hilfsperson, die so ein bisschen auskennt, dass ihr eine Idee habt und begleitet werdet, falls ihr selber auch ein bisschen Sorge habt, dass euch was passiert oder dem Pferd was passiert. Das heißt, ich reite langsam auf die Brücke zu, lasse das Pferd erstmal anhalten. Und auch hier sorge ich wieder dafür, dass das Pferd entspannt an der Brücke steht. Mir ist lieber, dass die Pferde mit Ruhe solche Hindernisse lernen, als dass sie irgendwann Stress bekommen und nicht mehr gerne sowas machen. Ihr seht hier auch bei der Stute, die ist relativ entspannt, wartet darauf, was sie jetzt tun soll. Und jetzt sage ich ihr einfach mal, dass sie loslaufen soll. Wir beugen uns so ein bisschen nach vorne. Und wichtig hier ist, dass das Pferd im gleichen Tempo auf die Brücke rauf geht und auch wieder runter.